Ich würde sagen, wir gehen mal zum Tod, oder? Zum Tod klingt doch gut, oder? Der Tod ist eine schöne Sache, Leute. Ich bin entschieden gegen Abenteuer, Robin. Das ist gefährlich. Wir müssen unkartierte Gebiete erkunden. Hier bei der Kapsel leben wir für immer in Sicherheit. Es gibt Leben, Hicks, und es gibt Überleben. Die Kapsel hat nicht einmal eine Dusche. Gut, aber du kannst jederzeit umkehren. Diese Richtung ist definitiv gefährlich. Dschungel und Tarpit. Was ist Tarpit? Weiß ich nicht. Aber wir können hier auf jeden Fall hoch. Gehen wir mal hier hin, da wo wir schon hier sind. Ist ja mega geil gelöst. Bin ich hier fast abgerutscht. So, und doch ziehen. Easy. Ich will irgendwas scannen, Mann. Was war das denn? Bleib doch. Wie bleiben die denn nie stehen? Kann ich die auch irgendwie. Das ist gar nicht mal so easy. Alter! Wer ist das jetzt? Komm raus hier wieder, das ist Cheaten. Ich war fast fertig. Ernsthaft? Ja. Oh Mann! Ich bin noch nicht da, komm wieder raus. Ich wollte bitte wieder rauskommen, ich will den durchscannen. Oh Mann! Hör mich doch verarschen! Jetzt komm doch raus hier! Ich verarsche mich hier wirklich. Zwei Löcher, zwei Möglichkeiten. Gut gemacht. Maulwurf. Scan abgeschlossen. Ehrlich? Ah! Ja! Scan und hinzu. Libelle! Geil. Ich will es mir ansehen. Infotarium bitte. Kreaturen. Maulwurf. Was? Der ist noch nicht komplett gescannt. Wie geil. Gattung. Was? Eulipotyphilia. Maulwurf auf Deutsch. Aber auf Deutsch Maulwurf. Größe 80 cm. Nahrung, Erdwürmer und kleine Wirbellose. Lebensraum unterirdisch. Diese unter der Erde lebenden Säugetiere sind perfekt an das Graben angepasst. Die schaufelartigen Pfoten und der Schnabel des Maulwurfs eignen sich ideal zum Graben von Tunneln. Selbst ihr Pelz ist spezialisiert. Mit seiner samtigen Struktur kann er in keine Richtung gekämmt werden. Das ist geil. Ja. Libelle. Oh, geil. Gattung Libelle, Größe 20 cm, Nahrung, Insekten, Lebensraum, Wald, Land und Wälder. Transparente Flügel, Facettenaugen und ein verlängerter Körper kennzeichnet dieses fliegenden Räuber. Die fast ausschließlich fleischfressenden Libellen fressen eine Vielzahl von Insekten, vom Moskitos bis Schmetterlingen, die sie ohne die Flügel mit dem Kopf voran verschlingen. Ach, heftige Teile auf jeden Fall. Nice. Und das sind legendäre, oder warum sind die so gelb? Achso, die sind besonders. Die bewegen sich also und so weiter. Leg die Leica auf. Joa, wippt ein bisschen mit dem Kopf. Die anderen sind ein bisschen starr. Aber die können wir, glaube ich, noch mehr scannen und dann schalten wir, glaube ich, mehr frei. Aber die Leiste da ist noch nicht voll. Ist jetzt weiter oder ist hier Sackgasse? Ich glaube, hier ist Sackgasse. Ja, hier ist Sackgasse. Diesen spielt falsch Schaden. Ja. Da! Aua. Ja,
Leiche, alles okay. Hier ist, glaube ich, neue Gebiete, kann das sein? Okay, da werden wir nochmal. Geht gerade wirklich neue Gebiete, oder? Warte, ich guck mal. Was? Reparieren die Vogelscheuche. Ich weiß nicht wie, tut mir leid. Wo sind wir gerade? Ich weiß nicht, wo wir sind. Das ist das Problem. Wir werden da erstmal nicht lang gehen, wenn es da steht, dass da der Tod ist. Dann werden wir doch wohl eher lieber. Kann ich? Komm schon. Gut gemacht. Ja! Geilo. Ja, Leica, dich habe ich schon gescannt. Tut mir leid. Doch, gut gemacht. Nice, so scannen wir weiter. Da! Ich erwische den nicht! Mann, die sind zu schnell! Die sind zu schnell! Wir müssen näher an die Teile ran, das funktioniert so nicht. Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Maus! Das füge ich sofort hinzu. Geil. Ah, shit! Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Geil. Was grunzt denn hier so? Warte. Infotarium, ganz vergessen. Hier. Kreaturen. Maus, Salamander. Wie geil. Salamander. Gattung Cocatus. Größe 60 cm. Nahrung. Opportunistischer Räuber. Lebensraum aquatisch. Salamander werden zwar leicht mit Echsen verwechselt, sind jedoch Amphibien, die nur in feuchten Lebensräumen überleben. Die Vielzahl von Makrophagenzellen. Also Makrophagenzellen als Teil des Immunsystems deutet darauf hin, dass ihnen verlorene Gliedmaßen schnell nachwachsen. Nice. Gut für ihn. Später länger. Später länger aber noch nicht. Gattung Lepidoptera. Größe 10 cm. 10 cm Schmetterlinge sind aber auch geil. Nahrung, Pollen und Nektar. Lebensraum. Ich sollte mein Fenster schließen. Lebensraum. Alle Lebensräume. Blühende Pflanzen. Die strahlenden und vielfältigen Farben der Schmetterlingsflügel entstehen durch Melaninpigmente. Das Schimmern ist jedoch eine strukturelle Koloration, die durch die Beschaffenheit der mikroskopisch kleinen Schuppen erzeugt wird, die die Flügel bedecken. Ein Gelenk im Brustkorb ermöglicht ihnen die Flügel stark genug zu bewegen, um fliegen zu können. Auch schön, aber hatten wir nicht noch eine Maus? Hier. Maus, Gattung Maditilo. Größe 8 cm. Nahrung, Insekten, Raupen und Wirbellose. Lebensraum, alle Lebensräume. Langer Text in Kamm. Diese kleine Kreatur kombiniert Merkmale von zwei auf der Erde bekannten Säugern. Mit dem Panzer des Gürteltiers auf Kopf und Rücken zum Schutz der lebenswichtigen Organe hat dieser Nagerhybride sich weiterentwickelt, um sich von anderen Spezies abzusetzen. Die komplizierten neuralen Strukturen im Gehirn der Kreatur legen eine Intelligenz nahe, die deiner ähnelt, Robin. Strecke sie besser nicht in ein Labyrinth. Möglicherweise stellt es sich heraus, dass sie mit dir Experiment machen. Okay, die sind mir nicht geheuer. Haben wir alles? Ja, okay. Wie geil das einfach ist. Oh. Geht's denn hier weiter? Du gehst schon heim? Gut, sehr vernünftig. Nee. Die Suche nach diesen Higgs-Einheiten bringt dich unnötig in Gefahr. Du brauchst keine mehr zu suchen. Doch, ich will aber. Ich will aber Higgs. Waren wir da schon oben? Ich glaube, da waren wir oben, oder?
Ja, da waren wir oben. Ich kann mich erinnern. Nee, da gehe ich nochmal zurück. Gab's da nicht noch eine andere Abzweigung? Das Einzige, was ein bisschen blöd gelöst ist, ist die Karte. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber ich gehe einfach mal noch eine Runde, weil man kann hier einfach nicht... Was ist denn heute los vor meinem Haus? Könnt ihr mal bitte verschwinden, Leute? Danke. Stört hier unnötig die Atmosphäre, dieses... wunderschönes Spiel. Ich sollte mein Fenster schließen. Das sah ich wahrscheinlich 2 Stunden an. Auch noch. Kabelumwandlung. Easy. Geil, das einfach ist. Okay, hier geht's zur Farm. Okay, dann gehen wir Richtung Farm. Oh shit. Ich haben will. Wird verarbeitet. Hey, ich haben will. Bleib stehen. Alter, das ist nicht lustig. Scan erfolgreich. Easy. Ich finde das geil. Die Scan-Funktion ist nice. Die finde ich richtig schön. Das ist schon ein richtig atmosphärischer Dschungel. Also richtig schön modelliert. Kann ich denn? Ich kann natürlich das scannen. Kartenumwandlung. Was passiert, wenn man den Balken nochmal voll kriegt? Kriegt man da auch eine Animation? Dann ja, werde ich alles scannen. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Ja, so bin ich. Scan abgeschlossen. Nice. Dran, ich wollte schon immer meine Motte scannen. Ja, mach ich gleich. Und zwar genau jetzt. Wir lesen uns wirklich alles durch. Das ist wichtig, Leute. Das gehört zum Spiel. Das ist ein Spiel zum Entdecken. Und einfach zum... Ja. Das gehört einfach so. Warum denn die Motte? Motte. Gattung Heterocera. Was hat das mit Hörnern zu tun? Cera heißt Horn. Und Hetero heißt... Aha. Größe Zentimeter. Nahrung... Blumen, Nektar, Pollen und Saft. Lebensraum, alle Umgebungen. Man nimmt an, dass Motten künstliche Lichtquellen umkreisen, da diese ihre Himmelsnavigation stören. Da es vor dem Absturz der Esmeralda kein künstliches Licht auf Tyson 3 gab, gibt es jetzt wohl eine Menge verwirrter Motten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hey, lecker. Wie geht's dir so? Alles gut? Ey, ich will doch... Bearbeitung läuft. Raupe. Geil. Wir werden ziemlich viel Spaß im Infotarium haben. Aber es geht doch deutlich schneller als gedacht. Ich dachte, das sind alles Dinosaurier. Dabei ist das Hälfte davon Insekten und Kleingetier. Das finde ich nicht ganz so geil. Unterstütze ich nicht so was. Gattung Lepidoptera Larve. Größte 10 cm Nahrung, Pflanzenfresser, Lebensraum, Vegetation... Belaubte Pflanzen. Raupen sind unersättliche Esser, die riesige Mengen Nahrung zu sich nehmen können. Die charakteristischen großen Fühler dienen dem olfaktorischen oder Geruchssinn. Dies ist unüblich für. Warte, ich muss mal hier rumbewegen. Insekten in diesem Larvenstadium und legt nahe, dass diese Spezies stark von ihrem Geruchssinn abhängig ist. Okay. Ist akzeptiert. Ich scannen will. Ich werde euch zu Tode scannen. Oh shit, nach oben. Das ist anstrengend. Du bist langsam ein echter Naturforscher. Ja, doch. So bin ich. Ich bin Master auf Natur. Okay, das Spiel wird gerade ziemlich laut. Hat das atmosphärische Gründe gerade, oder? Jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Ich bin zurückgelaufen, oder wie? Bin ich gerade ehrlich zurückgelaufen? Danke dir. Oder sind wir im Kreis gelaufen? Das kann natürlich auch sein. Und gucken wir nochmal. Ich kann nichts kennen, okay. Okay. Spiel wird gespeichert. Achso, das ist Leica. Ich dachte schon, uff. Die Farm wäre in einem besseren Zustand, wenn die verflixten Pterosaurier nicht angefangen hätten, auf den Klippen zu brüten. Bösartige Quälgeister. Scan erfolgreich.
Hier ziemlich viel Zeug. Ich weiß nicht, ob das gut heißen soll. Warte. Warte doch. Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Ah ja, machen sie. Keine Sorge. Das ist nicht so einfach, wie das aussieht. Gern erfolgreich. Was höre ich hier eigentlich? Das hört sich auch an wie Velociraptoren oder irgendwas Böses. Nicht, dass ich das nicht anhöre. Sollte ich es beachten? Genau wie bei der Kapsel. Das Mix ist offline. Das war kein Unfall. Ich habe eine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist. Ja, die wir gerade im Hintergrund hören, kann das sein? Dann kriege ich den raus aus dem Bereich. Dann bleiben wir mal hier drin. Ich könnte einfach das Kabel. Warte mal. Wir folgen dem Kabel. Warte. Ich wette, die Pterosaurier stecken hinter diesem Stromausfall. Suchen wir den Beweis, damit wir es ihnen heimzahlen können. Kann ich denn hier hoch? Ja, kann ich. Sehr geil. So, und hochziehen. Scannen. Gut gemacht. Käfer. Scan abgeschlossen. Käfer. Ja, geil. Okay. Sollten wir uns auch mal ansehen, oder? Ich muss mir das einfach ansehen. Leute, es geht nicht anders. Kreatur. Oder Käfer. Hier, Käfer. Gattung Coleoptera. Größe 10 cm Nahrung, Pflanzen, Pilze, kleine Insekten. Lebensraum, alle Lebensräume. Zwei Paar Flügel und ein fast unzerstörbares schützendes Außenskelett unterscheiden diesen Käfer von anderen Insektenspezies. Seine Nahrung besteht aus verrotteter Vegetation und den darauf wachsenden Pilzen. Der Käfer von Tyson 3 ähnelt denen auf der Erde mit Ausnahme ihres Kreislaufsystems, das überraschenderweise auf Blut anstatt auf Hämolymphe basiert. Ich bin kein Biologe. Das macht eingehend untersuchen, wenn erforderlich wurde. Ja, okay, ich scanne jetzt sowieso alles. Ich scanne alles, keine Sorge. Das Kabel hoch. Dann geht das Kabel hier. Du kannst nicht ständig an den Stromkabeln hochklettern, Robin. Wir müssen eine richtige Leiter für dich anbringen. Hier passt doch. Das passt doch als Leiter. Komm ich voll mit klar. Oh shit. Ich bin Kletterprofi. Easy. Okay. Wie geil. Sie haben eine dieser Hex-Einheiten. Diese Vögel stehlen wirklich alles. Robin, du musst sie retten. Du musst die Flügel finden und wieder anbringen. Kein Strom, kein Grobot, kein Wax. An die Konsequenzen möchte ich gar nicht erst denken. Ja, kriegen wir hin, keine Sorge. Wollen wir ein bisschen schneller fahren? So ein bisschen achterbahnmäßig wäre schon lustig gewesen. Und okay. Robin, das kriegen wir schon hin, keine Sorge. Das ist ja mal eine Hicks-Einheit, das finde ich nicht ganz so sozial. Außerdem werden wir nochmal hochgehen. Ich habe da oben noch lange nicht alles entdeckt. So. Achso. Nein. Hände. Hochziehen. Kann ich wirklich an den Seilen hier hochklettern? Ich kann an den Seilen hier hochklettern, wie geil. Das ist ja praktisch. Gut zu wissen. Und hochziehen. Sehr nice. Ne, das machen wir noch nicht. Wir gehen hier noch. Oh! Wird bearbeitet. Ich werde alles auf 100% scannen. Auf jeden Fall.
dir das an. Die Windturbine wurde beschädigt. Die Flügel sind überall verstreut. Ich sage dir, Robin, die Pterosaurier werden diesen Tag verfluchen. Oh ja. Da kriegen wir noch hin, Leute. Das kriegen wir noch hin. Kann ich, warum? Deswegen. Kartenumwandlung. Oh, diese Flügel wieder von dem Teil, wenn wir hier Strom erzeugen können, alles klar. Also diese dummen Pterosaurier, das ist unglaublich. Da können wir rein direkt weiter runter. Alles klar. Scannen. Gut gemacht. Scannen. Was die 99% der Zeit verbringt man hier mit Scannen. Das ist unglaublich. Aber wir müssen, glaube ich, sowieso wieder runter, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Okay, dann rutschen wir wieder runter, würde ich sagen, oder? Darf ich. Darf. Gut, dann darf ich nicht. Okay, ist okay. Komm her! Gescannt und hinzugefügt. Ich weiß nicht, ob das Scannen das Display ein bisschen in die Länge zieht, aber ich werde es trotzdem machen. Ja, ich weiß. Fliegt nicht auf mich zu! So. Und runter. Easy. Kann ich auch, oder? Kannst du fahren? Easy. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Ja, werde ich. Was hier alles rumkreucht und fleucht. Wird bearbeitet. Oh, eine Stecke. Oh, nice. Wie das vor allem rumfliegt. Ich gern erfolgreich. Warte, die Stecke sehen wir noch haben. Infodarium. Kreaturen. Und die Schnecke. Schnecke, ey. Gattung Gastropoda. Größe 20 cm, Nahrung, Pflanzenfresser, Lebensraum, alle Lebensräume. Die Tauben und fast blinden Schnecken finden ihre Nahrung durch Berührung und einem schwachen Geruchssinn. Anders als die als bei Räubern ist ihre Beute auf Vegetation, Algen und Flechten limitiert, die nicht so schwer zu jagen sind. Joa. Die spannende Jagd nach Algen und Flechten. Das neue Buch über die Schnecken. Geschrieben von Reon. Ein Tag im Leben einer Schnecke. Warum denn nicht? Oh, komm, schau, wovon wir. Wer benutzt denn heutzutage noch eine Leiter? Um wen soll ich mich denn jetzt kümmern? Was? Es gibt Fallschaden. Damit auf neue Pause.